Auf einmal fängt die an mit Stöhnen, ja. Und Ja. du sagst. Manga Magazin. Manga Magazin. Haha. Manga Magazin. Roden. Cortison. Wie heißt das? Wenn man so eine Verdrehung hat? Hoden, Konfektion. Das ist eine Konfektion auf jeden Fall. Hodenkonfektion. Hodenverdrehung. Manga-Magazin. Latex. Hodentorsion. Torsion. Latexnutzstück. Ah, deswegen, der Hoden hängt ja auch am Torso dran. Ja, genau. An so einem Faden quasi, ja. Innerlich, so kann man sich das vorstellen. Oh, hier sind schon Leute da. Siehst du die gerade? Apropos Hoden, hallo. Die hängen ihre Ohren hier gerade in unser Mikrofon rein. Ihre Hodenohren. Ich habe irgendwie dieses letzte Stück Schokolade hier vor dem Podcast, habe ich irgendwie nicht so richtig gekaut und habe es im Ganzen, irgendwie brennt das jetzt ein bisschen. Ja, ja, kenne ich. Vielleicht ist es auch doch hier abgelaufen gewesen. So Schokolade von Herr Rodes Oma liegt hier vor uns. Leider liegt Herr Rodes nicht vor uns. Er steht auch nicht vor uns. Er sitzt nicht mal vor uns. Er ist gar nicht da. Schade. Ja. Erich Kistner, liebe Grüße. Der macht gerade wichtige Sachen. Machen wir auch gerade. Familiäre Sachen. Machen wir auch gerade. Ja. Ich mache genug familiäre Sachen die letzte Zeit, aber dazu reden wir vielleicht an späterer Stelle mal ausführlich. Aktuell lieber nicht. Aber es wird spannend, liebe Leute. Vielleicht gibt es mal einen Livestream von dir, wo du alles mal aufdröselst, wie dein Familien-Tornado-Kreis. Ja. Deine Familienspirale. Wird spannend. Hier ist der Tritt in die Hoden der Podcast-Gesellschaft. Wir halten noch die Eier hin. Ne? Wenn der Brennpunkt rauskommt, schlagen alle anderen Podcasts vor Angst, weil sie sich immer jede Woche an uns messen müssen. Ja. Kennst du noch Super Toy Club? Super Toy Race! Okay. Ja, natürlich. Wir haben gestern zwei Folgen nochmal geguckt und in einer Folge sagt, das war eine Osterfolge und da ist dann Commander David und sagt, hier geht es heute nicht nur um, hier soll es heute nicht um Ostereier gehen und auch nicht um irgendwelche anderen Eier. Warum sagt er das in dieser Kinderserie? Naja, auch andere Eier, also auch nicht, auch die Eier, die man nicht anmalen muss. Ja, klar. Die anders sind. Na gut. Aber wusstest du, dass der Commander, wie heißt der, David, dass der später dann so richtig so krasse Sachen gemacht hat, so nackt moderiert und so und Fetisch-Sachen gemacht hat, dass irgendwie dann so eine Sex-Schiene abgetrifft, habe ich mal in einem Video gesehen. Okay, aber David Wilms heißt der Kollege, ich habe das direkt recherchiert, der ist mittlerweile irgendwie so Manager oder irgendwie so General irgendwas auf so einem Boot. Ah, auch geil. Auf Kreuzfahrtschiffen oder so macht er irgendwie. Also er ist sich treu geblieben, seiner Kunstfigur des Captains. Ja. Ich war riesen Fan, ich habe mir immer gewünscht, dass ich auch mal mitmachen darf. Und ich fand dieses Blockspiel übelst geil am Ende, weil die immer so diese Quader genau rausschlagen mussten. Ja. Und dann durfte das Gewinnerteam, wurde dann in Toys R Us gebeamt quasi. Dann durften die so, weiß nicht, 5 Minuten, 10 Minuten oder so alles einpacken, was geht. Und mussten aber noch zwischendurch Aufgaben erfüllen. Und durften dann alles behalten, was sie halt drin hatten. Das habe ich so geliebt, ich habe so gerne geschaut und ich durfte nie mitmachen. Es ist Schade. Weniger schlecht gealtert, als ich gedacht hätte, aber es gab auf jeden Fall sehr... Wenig Blackfacing. Na, pass mal auf, gutes Stichwort, lieber Tino. Da gibt es eine Folge, und vielleicht muss ich da echt mal ein Video zu machen, weil das haben wir uns schon gut bepisst. Da gibt es eine Folge, da macht die Jungsmannschaft mit und hat zwei dunkelhäutigere Menschen. Mhm. Einer von denen heißt Sefu. Und der andere heißt Leroy. Und Commander David nennt konsequent beide Leroy. Es ist einfach so. Obwohl der eine im Rollstuhl saß, weißt du, so unfair. Ja, es könnte halt echt sein, dass der Leroy in seiner Kindheit irgendwie bei... Der sah dem nicht ähnlich, ich glaube nicht, dass er das ist, aber zeitlich könnte es eigentlich hinhauen. Naja. Besser als diese komische asiatische Show da, wo die Kinder da welche dunklen Räume reinschicken und dass sie eine Angst kriegen und weinen. Das ist doch witzig. Und dann, oh, toll Kleine. Das ist doch witzig. Obwohl die gerade den Nervenzusammenbruch kriegt und ein Trauma fürs Leben abkriegt. Ich finde das Kinder witzig. Vor Kameras schieben, bin ich eh kein Fan von. Naja. Auf jeden Fall, hallo Leute, das war Cold Open. Wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Robben und Torben. Und quasi. Vor Torben liegt gerade irgendwie ein Messer ganz groß. Ja, pass auf, wenn du was Falsches sagst, irgendwas Rassistisches oder Homophobes, dann nehme ich das Messer und mache ein Brot auf und dann schmier ich dir richtiges Nutella-Brot und mit Butter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Schwarze können gar nicht schwul sein, ist das dann in beide Richtungen? Ist ja ein Fakt.
Ach so. Das gibt's gar nicht. Ich kenne nicht einen. Okay. Na gut. Das ist ein weißes Phänomen. Wo wir gerade von Schwarzen reden, ich mach mal noch hier ein Stück Schokolade in meinen Mund rein. Eieiei. Nein. Ich weiß, dass Leroy Leroy heißt und Sefu Sefu. Deswegen ich auch. Ich respektiere Leute. Einer meiner Lieblingswrestler ist auch Booker T. Also wir mögen Leute, die auch nicht weiß sind. Das soll, lass dir gerne die DDR-Schokolade schmecken. Die ist wahrscheinlich auch in der DDR schon abgelaufen. Man merkt, dass auf jeden Fall die Woche sehr, sehr turbulent war. Wir viele Themen haben und hier nichts rauszögern müssen. Oh, Todesnachricht. Nee, nicht ganz. Aber was wollte ich denn gerade sagen? Wusstest du, dass YouTube jetzt mit so einem Bezahlsystem einführt? Ja, hab's gelesen und ich bin sehr enttäuscht. Also ich wünsche mir Clipfish zurück, ohne Scheiß. Die war noch, ja, hat noch Ehre. Aber jetzt YouTube hier mit irgendwie pro Kommentar irgendwie Geld zahlen, finde ich nicht in Ordnung. Ich kann es verstehen, dass sie so ein bisschen dem Hate Speech entgegentreten wollen, ne? Naja, und vor allem Spam zum Beispiel. Ja, ja. Du spamst ja nicht, wenn du für jeden Kommentar jetzt 10 Cent bezahlen musst. Ja. Deswegen kann ich es schon verstehen. Ich glaube, es sind 10 Cent, ne? Es waren 10, glaube ich, am Anfang, ja. Außer du hast YouTube Red, dann sind es nur 5 Cent. Ja. Das ist quasi Ermäßigung sozusagen. Ja, an sich natürlich irgendwie Kacke und Monetarisierung hier, Monetarisierung da. Ich krieg schon wieder mehr am Hals, Alter. Ich muss aufhören, diese Schokolade zu essen. Aber ich dachte... Aber also wirklich, gegen Hate-Kommentare, da überlegt man sich, ist mir dieser, jetzt hier einfach mal halt die Fotze, du Schnauze, zu schreiben, ist mir das 10 Cent wert? Na, dann stimmt's auch, wenn jemand sagt, für diesen Kommentar wirst du bezahlen. Das stimmt, ja. Weißt du, es ist dann auch wieder gerechtfertigt. Deswegen, ja, YouTube wird kostenpflichtig, liebe Leute. Das ist die News der Woche, muss man sagen. Ja. Abwarten, was passiert. Noch ist es nicht überall durchgesetzt. Wir werden davon darüber berichten. Noch nicht auf allen Plattformen. Bis jetzt nur auf YouTube. Genau. noch nicht auf allen Ländern. Also es gibt so Länder, also in den USA wird schon getestet, habe ich gelesen, aber Europa wird noch länger dauern. Ja. Meine News der Woche ist aber Fritzl. Der hat ein Musical geschrieben. Echt? Der ist quasi im Knast. Josef Fritzl. Josef Fritzl. Gibt's den überhaupt noch? Den gibt's noch. Der ist ja lebenslänglich in Haft sozusagen. Der hat ja seine Tochter, glaube ich, war es, in den Keller eingesperrt und hat mit der noch Enkelkinder gezeugt und so. Und also ein richtiges Monster. Und der hat die Zeit aber genutzt im Gefängnis, hat sich kein Body aufgebaut, hat kein Buch geschrieben. Wie langweilig. Nein. Der hat jetzt Musical geschrieben. Fritzl, den Musical. Warte mal, das hat er wirklich gemacht. Natürlich hat er es gemacht. Ich dachte, das ist gerade auch so ein... Fritzl hat Musical geschrieben. Ja, das ist, jetzt müssen wir es aber leider aufklären. Das tut mir leid. Also gestern war der 1. April, Leute. Ich hatte so schöne Ideen. Ach so. Naja, wir sagen nicht, was jetzt fake ist. Ach so. Ja. Aber also, ich wusste es wirklich aufklären. Ich dachte halt wirklich, das ist so absurd. Das hast du dir jetzt ausgedacht wegen scheiß 1. April. Ja. Also überhaupt, dass das eine Meldung ist, also der hat einen Musical geschrieben, ja, aber das muss doch auch irgendwie, also das, der kann doch alles schreiben, weißt du, wenn der jetzt auf ein Klopapier schreibt, ich bin dumm, dann wird das auch kein Zeitungsartikel. Ja. Wird das jetzt aufgeführt, oder? Das wird eine Mischung aus Falco-Songs, der Kommissar ist quasi der erste Song, der wohl reinkommt, teilt ihn dann um, der Kommissar geht um und dann siehst du, wie Fritzl sich quasi im Keller versteckt und so rausguckt. Witzig. Das ist auf jeden Fall wird ein sehr witziges Musical. Nein, er hat nur ein Buch geschrieben. Es ist kein Musical, ja, es war ein Aprilwitz. Pass auf, wir machen es jetzt richtig schön. Du mochtest doch, glaube ich, auch X-Factor, oder? Ja, diese stimmt. Geschichte war. Wir machen das bei jeder News jetzt einfach. Das ist witzig, das ist eine gute Idee. Ihr habt euch schon drauf gefreut, auf das Fritzl-Musical, das zu besuchen im Theater des Westens oder im Ronacher in Wien. Ja. Wir müssen Ihnen mitteilen, diese Geschichte ist halt leider erfunden. Sie können keine Tickets kaufen für das Musical, aber es gibt ein Buch, beziehungsweise ein Manuskript bis jetzt wohl, es ist noch nicht veröffentlicht worden, worin er wohl auch sein Opfer so ein bisschen verhöhnt und er sich irgendwie als liebenden Familienvater darstellt, der Fritzl und so. Und lobt auch seinen Erfolg im Beruf damals und so, also stellt sich richtig gut dar. Ja, sehr schwierig. Ja, warum sollte der auch was schreiben? Hier, ich bin ein blöder Mensch. Das wäre dann... Ich meine, wenn der eh lebenslänglich sitzt. So, also. Nee, er hat ja beantragt, dass er früher raus darf. Ja. Er ist auch schon 84 oder so und meint, er will die letzten Jahre in Freiheit noch erleben. Zum Glück kann er keine Kinder mehr zeugen, um die dann irgendwie einzusperren. Das funktioniert aber nicht. Also man kann als Mann noch länger Kinder zeugen. In dem Alter auch, ja? Na klar. 84? Ach du Scheiße. Hast du es nicht gewusst, dass man sein Leben lang zeugungsfähig ist? Ich wusste schon, dass es halt nicht so menopausemäßig ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch trotzdem viel geringer. Es wird immer geringer im Laufe des Lebens, aber also es baut so ab mit 30 wird es langsam weniger, aber du kannst mit 80 noch ein Kind zeugen, klar, auch mit 100 noch.
Theoretisch. Ja, okay, cool. Das ist möglich. Das ist ja ekelhaft. Und er hat seine Tochter echt 24 Jahre gefangen gehalten in dem Keller. Unglaublich. Ist das Rekord oder hat er einen Eindruck beim Guinness-Buch? Genau, ja. Herzlichen Glückwunsch, hier ist Urkunde. Puh, so Feuerwerk und Konfetti. Gott, oh Gott. Hat er sich verdient. Ja, der Herr Fritzl. Am Musical wäre auch witzig, wenn es da eins geben würde. Ja, Musical.ly, es kommt jetzt auch wieder. Musical.ly? Mhm. War ja ursprünglich die Plattform vor TikTok. Und kommt jetzt aber wieder, aber mit einem neuen Konzept. Und zwar werden dort nur Videos gemacht über Essen. Das ist eigentlich Instagram eigentlich mal angefangen, so dass man Fotos von Essen macht und ja. Schlechte Filter, so Fotoalbumfilter über eigene Fotos. Aber Musical.ly gibt es jetzt quasi wieder. Und das heißt dann Foodie.ly. Foodie.ly, genau so. Und du kannst auf andere Essen reagieren, ne? Wenn irgendwie Paris Hilton irgendwie postet, wie sie hier ihre Fischstäbchen isst, kannst du jetzt quasi drauf reagieren und nachkochen. Aber meinst du, das ist eine Geschäftsidee? Dass man wirklich eine Seite hat, wo man, also das war übrigens Bullshit, aber dass man eine Seite hat, wo man wirklich nur Essen postet, dass das Leute geil finden, weil so was wie ja, chefkoch.de? Nee, das sind ja Rezepte. Es geht ja nur darum, guck mal, was ich geil esse gerade. Also wir haben ja die ab 18 Gruppe, die Untergruppe von der Oase, wo ja auch Foodporn gepostet wird. Und daher sehe ich das ja, dass es da einen gewissen Bedarf gibt, dass Leute ihr Essen teilen. Naja, aber eher so nebenbei. Also ich brauche keine eigene Plattform dafür, aber ich bin auf Instagram unterwegs und schaue manchmal nach so veganen Rezepten. Irgendwelche, wie kannst du Chicken Nuggets selber machen oder irgendwas, ne? Hm. Das ist schon ganz cool, das mal zu sehen und zu probieren. Aber ich bräuchte jetzt keine Plattform dafür. Instamampf oder so. Also brauche ich. Instamampf. Brauche ich jetzt nicht selber, muss ich zugeben. Doch, Instamampf finde ich gut. Ja? Hier ist für euch gepitcht, liebe Leute, wenn ihr Apps erstellen könnt. Instamampf ist für euch jetzt geschenkt quasi. Mhm. Macht was draus. Aber ich bin nicht dabei. Ich bleib bei Facebook. Kommen wir mal zu einer wirklichen Nachricht der Woche, wobei du vielleicht gleich übernehmen musst. Ich glaube, ich muss wirklich mal was trinken. Ich habe echt diese Scheiße in meinem Hals drin. Ja, Schokolade ist ja auch nicht gut vorm Singen und Sprechen. Ja, und währenddessen wahrscheinlich noch schlechter. Es war 1. April, Tino. Hast du irgendeinen witzigen April-Scherz mitbekommen? Weil es ist ja jetzt für euch 2., aber heute ist 1. und relativ früh am Tag noch. Normalerweise gibt es ja ganz viele YouTube-Kanäle oder auch irgendwelche Firmen, die irgendwelche tollen Witze machen, haha. Aber außer Puddinghaut habe ich nichts mitbekommen. Irgendwie das Produkt Puddinghaut direkt zu kaufen. Ich habe nur gesehen von MC Smoog, so ein Rapper, der hat irgendwie gedroppt, dass Kanye West ab sofort einen deutschen Song oder ein deutsches Album veröffentlicht, komplett. Das fand ich ganz witzig. Okay. Dann das Harry Potter Theaterstück in Hamburg haben gepostet, dass sie ihre Kostüme vertauscht haben, ab sofort jetzt in den Kostümen von Starlight Express auftreten. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Sonst habe ich nicht viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Und doch, uns gibt ein WWE-Magazin, die gesagt haben, dass WWE an Saudi-Arabien verkauft worden ist. Ist das zufällig heute im Manga-Stil gemalt, dieses Magazin? Manga-Magazin ist es, genau. Ja, das, aber mehr habe ich gar nicht mitbekommen von April-Scherzen, tatsächlich. Ich habe gehört, die Fantastischen Vier holen sich jetzt Verstärkung. Die wollen so eine Big Band machen. Fanta 20. Quasi. Nee, die Big Band kommt aus Freital. Die wollen jetzt die Fantastischen 88 sein. Ah. Das ist eine große Big Band. Ich dachte, die Faschistischen Vier vielleicht. Aha, auch witzig, ja. Die gibt's wirklich, die ist eine rechte Band. Mach's gerade Promo für die. Ja? Ja, die gibt's nicht mehr, leider. Die haben sich aufgelöst. Leider. Ich dachte mal, jetzt neues Jahr, weißt du, mal einfach mal ein bisschen Rechtsrock hören. Ja. Um mal meinen Horizont zu erweitern. Auf jeden Fall. Ja, um meinen Horizont zu verkleinern, besser gesagt. Aber ist nicht drin, leider. Wird immer verboten alles. Und Onkels ist mir zu Mainstream. This is why we can't have nice things. Echt. Alles, was Spaß macht, immer verbieten. Mir ist Onkels zu Mainstream und Freiwild und Weimar. Na gut. Ja, also 1. April-Scherz, wie gesagt, nicht so viel mitbekommen. Schreibt uns gerne in die Kommentaren, weil es ist wahrscheinlich auch noch zu früh am Tag, um da wirklich wahrscheinlich krasse Action mitzubekommen. Aber kommen wir wirklich mal zu einer echten, krassen Meldung der Woche. Trump. Ja. Das ist jetzt hier wieder dieses Amerika-Segment. Der Mann mit der Orangenhaut. Genau. Der wurde indicted, er wurde angeklagt und das ist tatsächlich das erste Mal, dass das passiert. Ein ehemaliger Präsident wird angeklagt genau. Für das Bezahlen von Bestechungsgeldern oder von genau. Schweigegeldern.
Schweigegeldern und das auch noch aus einem, also das ist, glaube ich, rechtlich nicht so wichtig, aber aus dem Pott für Finanzierung seiner Wahlkampagne. Also die ohne Leute Scheiß, spenden quasi Geld für die... Das würde sie nicht stören, ohne Scheiß. Ja, ich habe so viele Interviews gesehen, wo irgendwelche Leute auf Trump-Rallies waren. Der könnte finanzieren, dass er ein neues KZ baut. Die würden sagen, ja, ist doch voll in Ordnung, Meinungsfreiheit und so. Und wenn er sich Fett aus seinem Arsch in sein Gesicht spritzen würde oder andersrum, die würden auch sagen, ja, dafür ist das Geld auch da, ist doch voll okay. Fett aus seinem Gesicht in den Arsch spritzen. Das hat Costa Cordalis gemacht, der Schlagersänger. Deswegen durfte man ihn auch Arschgesicht nennen. Okay. Straffrei. Cool. Ja, also es geht um den Fall Stormy Daniels, wenn ihr das nachverfolgen wollt. Dieser Fall ist nämlich schon zig Jahre her. Wahrscheinlich sogar 20 oder so, ich weiß es nicht. Da hat er mit einer Pornodarstellerin geschlafen und irgendwie, genau, ne? Genau, die dann auch irgendwie durch Talkshows getingelt ist und gesagt hat, sein Schwengel sieht aus wie ein kleiner Pilz. Ja, habe ich auch gesehen. Das fand ich ein bisschen daneben, darum soll es irgendwie nicht gehen. Ja, der vor allem macht das so dieses, okay, willst du jetzt damit hier Promo generieren für dich, indem du diese Story erzählst, aber wenn sie gefragt wird, mein Gott. Die hatten ja, glaube ich, in der Talkshow so verschiedene Pilze irgendwie, so Holzpilze. Ja, da soll sie drauf zeigen, irgendwie, wie sein Penis aussieht. Da hat sie halt einen besonders mickrigen, hässlichen da ausgesucht. Und das fand ich irgendwie daneben. Es ist halt Trump-Niveau, ne? Das finde ich nicht okay. Aber spannend ist auch, dass wenn das stimmt, was ihm aufgelegt wird, dass er seine Frau betrogen hat. Ja, das ist ein offenes Geheimnis. Also, das wird nicht nur dieses eine Mal gewesen sein. Der wird wahrscheinlich öfter betrogen haben, als mit ihr Sex zu haben, weil die sich wahrscheinlich hassen. Wahrscheinlich, ja. Insgeheim. Aber halt gegenseitig so ein bisschen nutzen. Oder sie für eine offene, moderne Beziehung. Kann ja auch sein. Soll es ja geben. Glaube ich nicht. Aber ja, bestimmt. Dass ich gesagt habe, komm auf Tinder, darf ruhig swipen und so. Und wir sagen aber nicht, ich liebe dich und kein Händchen halten in der Öffentlichkeit. Aber pimpern ist okay. Und Schweigegeld zahlen auch. Okay. Ja, Stormy Daniels, wie gesagt, wenn ihr das recherchieren wollt, ist ein alter Fall, muss jetzt nicht nochmal komplett ausrollen. In New York müsste das passiert sein. Also wenn ein Gericht sagt, hier, wir klagen den Präsidenten an, kann man auch sicher sein, dass da was draus kommt. Aber... Das ist eine Hexenjagd. Ja, ist eine Witch Hunt. Ja. Aber das kann trotzdem noch ewig sich ziehen. Also das heißt jetzt nicht... Er hat sich übrigens, oder will, ich weiß gar nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt, will freiwillig hingehen, damit es keine Fotos gibt, wie er in Handschellen abgeführt wird. Mhm. Aber es heißt jetzt nicht, dass er automatisch irgendwie in den Knast kommt oder so. Das wird noch ewig dauern, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist ein Präzedenzfall. Ja, oder ein Präzedenzfall auch. Beides, ja. Ja. Und das ist echt ein großes Ding, aber es ist halt auch ein bisschen in dieser Kerbe von, ja, man hat jetzt schon 20.000 Mal gehört, das ist sein Untergang. Und nur weil das jetzt ist, heißt es nicht, dass er überhaupt jemals in den Knast dafür geht. Ja. Aber es ist natürlich auch nur eins von vielen Sachen, die da im Raum stehen, die er Unrechtmäßiges getan hat. Vielleicht ist das ja der Stein des Anstoßes. Alles nur eine Witch-Jagd von den linksgrünen Versifften. Die wollen ihn einfach nur verhindern, dass er an den US-Wahlen teilnehmen kann. Mhm. Er ist unschuldig, er hat nie was getan. Ja. Und er hat auch keine orangen Haut. Wo wir gerade aber von Sex reden. Ich höre. Du kannst gleich deinen Sex-Fakt der Woche droppen, wenn du willst. Ach so, stimmt. Und wenn du was hast. Ja. Ich erzähle das jetzt zum dritten Mal, aber ich finde es immer noch witzig. Ich habe vor 2 Tagen hier mit Herodes gezockt und mit Jesse und da führt eins zum nächsten. Und da kam mir einfach eine witzige Idee. Und als ich das Marlene gestern erzählt habe, musste ich auch wieder lachen. Aber jetzt ist natürlich der Witz ein bisschen verbraucht. Folgendes Szenario, ja. Mhm. Du kriegst den Auftrag von mir. Du bist aktiv auf Tinder, mach das mal. Ja? Mhm. Muss aber muss nicht unbedingt mit einer Frau sein. Aber mit einer Frau passt es besser. Pass auf, folgendes Szenario, du bist da mittendrin. Am besten so ein One-Night-Stand, siehst ihn nie wieder, ja? Pass ja, auf, kommt vor. Bist da mittendrin. Und bin mittendrin, ja. Auf einmal fängt die an mit Stöhnen, ja? Ja. Und du sagst... und du sagst... oh ja, sing für mich wie die Bee Gees. Das ist einfach so... Okay. Staying alive, ha, ha, ha. Es ist einfach so, also in dieser Situation, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, so aus dem Nichts, Alter, das ist so fucking witzig für mich. Es tut mir leid. Doch, ich hatte mal Sing für mich wie die Bee Gees. Eine F+, wo es so ähnlich war tatsächlich. Die hat auch so ein bisschen so gestöhnt, ein bisschen so Night Fever.
Kleber. Ich will es gar nicht nachmachen, aber ich will nicht respektlos sein, aber ich fand es halt irgendwie auch, ich musste kurz lachen, weil sie auch so ein bisschen so, ha, ha, so, und das fand ich halt interessant. Interessant. Hast du so eine Notiz gemacht? Das ist jetzt eine interessante Situation. Aber ein Monokel zurechtgerückt im Auge. Interessant. Okay. Ja, nein, kann ich gerne machen. Ich mal gucken, was passiert die nächsten Wochen. Okay, perfekt. Hast du einen Fakt? Aber apropos tote Hose. Ja. Jetzt war ja hier nicht die Queen, der King war jetzt ja, in Deutschland. Ja, der von der Toten, ne? Die Queen ist ja jetzt auch in einer toten Hose drin. Ja, und ihr Sohn quasi, King Charles, war in Deutschland, hat halt so ein paar Leute besucht, so kurz mit Merkel halb gegeben und so. Und jetzt sehe ich da auch ganz vielen Bildern den coolsten Punk aller Zeiten, Campino. In einem, mit der Royalty, Alter. Das ist so lächerlich. In einem scheiß sitzenden Frack, scheiß nach hinten gegelten Haaren, als wäre er fucking Falco, Alter. Und von der Deutschlandfahne, wo ich mir dachte, also der Punk ist spätestens heute in seinem Herzen gestorben, ohne Scheiß. Ich mochte ihn noch nie so richtig. Alter, Monarchie ist einfach so unsexy, Alter. Der zeigt sich da mit denen, weißt du? Ich weiß nicht, was in den gefahren ist. Vor allem ist das ja, die Queen hatte ja irgendwie noch was, weißt du? Das ist ja jetzt einfach nur, ja, der ist halt nachgerückt, weil die Alte gestorben ist. Aber ist sie ja auch noch nachgerückt, ja, weil aber gestorben die, ist. Die war halt hier irgendwie 80 Jahre auf dem Thron. Das ist halt, das ist halt irgendwie was, weißt du? Wie ich auch jeden Montagmorgen. Ja. Deswegen, aber ja, Campino, wirklich, ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht, also damit ist er für mich spätestens aus dem Punkrock. Also er hing für mich noch an einem ganz dünnen Faden, um ja am Punk, weißt du, oder es ist jetzt abgeschnitten und runtergefallen. Ich fand das Bild nicht cool und ich finde dieses ganze royale Gehabe überhaupt nicht zeitgemäß. Aber der König, der hat doch Deutsch geredet, der hat doch was Deutsches gesagt. Der kann gut Deutsch sprechen, der König Charles, ja. Alter. Und dann, ein wholesome Geschenk von Frank Walter, sagt Carajo Carter. Irgend so ein Bild aus der Kindheit. Also cool. Er war 13 und da haben sie sich mal getroffen. Ist eigentlich auch so ein, wie so ein, irgendwie so ein Flex oder so. Ich habe ein Foto mit dir. Ich bin der Frank Walter. Guck mal hier, ich schenke dir jetzt was, aber im Prinzip, ich bin so ein cooler Typ. Ich habe dich damals schon getroffen. Also so Stöpsel warst. Hm. Ja, keine Ahnung. Ja, das fand ich jedenfalls das Ekelbild der Woche. Das hat mir nicht gefallen. Lobe ich mir doch noch die Ärzte, ja. Die waren immer schon Punk, sind Punk geblieben. Auch wenn sie in der Tagesschau aufgetreten sind, auch das war irgendwie Punk. Ja. Aber jetzt irgendwie mit der Queen, dem King, so ein bisschen im Frack daneben stehen und ein Handshake ist uncool, wenn du mich fragst. Hallo, ich muss das kurz rauscutten, weil bevor hier. Ja, ich mache einen kurzen Cut, weil es ist jetzt. Schreiben mir drei Leute geschrieben. Marlene, die sagen alle ab, die Schweine. Nein! Also Anna kann nicht und Tina kann nicht. Aber Caro könnte und fragt, ob sie einen Typen mit. Also im Moment. Mhm. Also die anderen sind ja trotzdem. Was ist denn mit euch eigentlich heute? Macht ihr Action? Wir sind mit Franz heute unterwegs. Oh, schön. Was heißt denn unterwegs? Also mit Chillen machen, essen und so. Okay. Hallo Caro, nur kurze Information, also Anna ist nicht so fit, die wird wahrscheinlich heute zu Hause bleiben. Tina wird für dich nicht einen Ausschlag geben, denke ich mal, weil Tina kann nicht, weil die keinen Babysitter bekommt, weil ihre Mutter krank ist, kann die nicht machen. Nur, dass du es weißt, also die beiden werden wahrscheinlich heute nicht da sein. Du kannst, wenn du möchtest, gerne mit dem Boy hier vorbeikommen, aber vielleicht sagst du, oh, ich habe mich so auf Anna gefreut. Und die wird heute wahrscheinlich nicht rumkommen. Deswegen würde ich dir das nur sagen, bevor du losfährst, ne? Ja. Ja, und noch mehr tote Hose, hey. Was hast du, war das die Oder? Noch mehr tote Hose. Noch mehr tote Hose ist im Kühlregal, denn nachdem jetzt schon die Punica eingestellt worden ist, Wrigley's Extra wurde eingestellt, jetzt hat es auch noch ein Nestlé-Produkt betroffen, nämlich den Eistee. Ja. Der musste. Kurzer Funfact dazu, ich habe jetzt auch rausgefunden, warum die Punica verboten wurde von Scholz. Abgesetzt wurde. Das ist ganz einfach so, der Chef von der, was steht da für eine Marke drüber? Ich glaube auch Lipton oder sowas. Weiß ich nicht. Der war in, der war vor 50 Jahren in Afrika und da hat er sich sehr daneben benommen und hat einen farbigen ausgepresst mit, aus dem Saft mit Kot beschmiert und hat den dann bezeichnet auf eine bestimmte Art und Weise und hat gedacht, so werde ich meinen Saftmann nennen. Aha. Ah.
Und das haben wir jetzt rausgefunden und deswegen wurden sie verboten. Ach, schade. Könnte sein, dass das ja ein kleiner April-Scherz war. Glaub ich nicht. Das hast du echt seriös erzählt. Nee, so ein böser Rassist, Alter. Nee, Nesti ist auch weg jetzt. Ich habe den auch mal getrunken eine Zeit lang. Aber er musste wohl, Schuld ist Capital Bra übrigens. Okay. Höchstpersönlich, weil es diese ganzen tollen Stars alle in den eigenen Eistee rausbringen, ne? Die auch alle ziemlich geil schmecken, muss man schon sagen. Und er konnte Nestea nicht mehr mithalten. Okay, das ist natürlich sehr schade. Ja. Hast du einen Lieblingseistee eigentlich? Wenn du Eistee trinken musst, was für eine Sorte trinkst du? Es gibt ja so Pfirsich, Zitrone. Ja, schon Pfirsich, aber ich finde alle mittlerweile echt eklig. Wenn du wirklich nach einer Zeit das nicht mehr getrunken hast und das dann mal wieder trinkst, das ist irgendwie so ekelhaft. Aber wirklich, damals habe ich das jeden Tag mir da so reingeschüttet, Alter. Wenn wir auf dem Theaterplatz waren beim Skaten, immer so 1,5 Liter weggeruppt, ey. Ja. Da fand ich Zitrone übrigens auch schon echt eklig, aber ja, aus heutiger Sicht kann ich die Plörre nicht mehr trinken. Tut mir leid. Ist jetzt auch kein Getränk, was man jetzt irgendwie trinken soll, um seine Flüssigkeit irgendwie zu holen, ne? Aber ich finde schon mal ganz geil, mir so einen irgendwie Melonen-Eistee zu holen von Capital Bra, wie die alle heißen, oder von Katja und so. Ich trinke die auch mal. Also diese ganzen Angebote von diesen Rappern und komischen Stars und Sternchen, die da Tee machen, mit dem die gar nichts zu tun haben, sondern die beauftragen halt irgendeine Firma. Ja, klar. Das ist einfach so viel für mich, das wirkt so ein bisschen, wenn ich da reingucke, das ist wie so eine Einöde. Man könnte sagen, ein Kapitalbrachland. Ist so, Kapitalismus auch. Das stimmt schon, aber ich bin ja jemand, der aktuell sehr recht wenig Süßgetränke trinkt. Wenn dann am Wochenende mal, wenn er draußen ist, mal sich so einen Eistee gönnt. Und dann gehe ich mal zu dem Regal, mal zu der Marke und guck die mal einfach an. Und trinke die auch zum Teil. Und das ist schon, kann ich verstehen, da ist einfach Nestea einfach unten durch. Nestle ist eh scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob die Marken von Capital Bra und so besser sind, aber Nestle soll man ja echt nicht unterstützen. Meine Meinung. Ja, ich habe die ganze Zeit noch Versuche von schlechten Wortspielen im Kopf, aber ich lasse es lieber sein. Kann ich verstehen. Okay. Was ich nicht sein lasse, ist über The Legend of Zelda Tears of the Kingdom zu reden, weil das wird dich brennend interessieren, Tino. Es kommt bald raus, weiß ich, ne? Oh. Und zwar am 12. Mai. Oh, Tino, was ist los? Ich weiß das. Dieses Spiel hat mit dem revealten Gameplay eine Schneise durch die Gamer-Szene gerissen. Denn eine Scheiße der Zerstörung. Was sieht man da, Tino? Man sieht die Prinzessin Zelda, wie sie quasi jetzt Link retten muss. Oh. Andersrum. Einfach mal, um auch die Frauen stark zu zeigen. Und diesmal hat sie ihr Gedächtnis vergessen und hält sich selbst halt für Link. Oh. Sieht auch so aus wie Link, aber ist eigentlich im Inneren Zelda. Okay. Und Link ist quasi Zelda und muss gerettet werden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine neue Idee ist, weil es gibt auf jeden Fall Iterationen von Zelda, wo sie die krasse Sau ist, aber ich bin da nicht ganz so deep in der Lore drin. Ich auch nicht. Habe ich auch nie gespielt, ehrlich gesagt. Also mein Freund ist halt so, dass er halt Zelda immer spielt und so, deswegen bin ich da so bisschen drin und kenne so die Grundstory und so. Habe auch Breath of the Wild mal angespielt. Breath of the Wild. Aber ist jetzt nicht meins. Muss ich zugeben. Ja, also es spaltet ein bisschen den Gemüter, aber natürlich überwiegend eher positiv. Du hast nämlich jetzt in dem Spiel, die haben, also das finde ich schon geil. Ich habe das erste Spiel immer noch nicht gespielt, weil ich irgendwie, die Grafik schreckt mich ab. Und ich weiß, dass es super geil ist und früher oder später mache ich das schon noch. Aber egal. Du konntest in dem ersten Spiel schon so ein bisschen, also Breath of the Wild, konntest du so ein bisschen Sachen kombinieren, so Kochenrezepte und kannst Sachen stimmt auch abusen, sag ich mal. Dir so seine kleine Sachen, so irgendwie Flieger bauen oder so, obwohl das nicht vorgesehen war. Hm. Und dieses Konzept haben die Entwickler jetzt haben gesehen, okay, ihr abused das, wir bauen das da einfach jetzt rein. Du kannst quasi jetzt alle möglichen Gegenstände miteinander kombinieren. Du hast die Möglichkeit, das so aneinander zu kleben. Mhm. Und das bietet natürlich endlose Optionen. Also du nimmst hier ein Stück Holz, machst ein zweites Stück Holz dran, machst hinten einen Ventilator, zack, hast ein Boot sozusagen. Ah, das so ist cool. Machst den Ventilator nach oben, machst da drüber so ein Ballon-ähnliches, so ein Laken oder so, zack, fliegt's in die Luft so. Das ist schon ganz geil. Wir haben so ein Spiel angespielt, da konntest du Sachen eintippen, so was du gerade brauchst, auch so ein Superhelden-Spiel irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Dann gibt's Binding of Isaacs ist das, glaube ich. Keine Ahnung, wie es hieß. So Taxi-Driver oder Staubsauger, dann kam es einfach, dann konntest du damit dann das Level irgendwie besiegen. Fand ich voll kreativ und krass, dass es auch so funktioniert, ne? Auch gerade. Also die haben zwar also so ein riesiges Potpourri an Möglichkeiten, ne? Und klar, wenn du es irgendwie eingibst, irgendwie Hitler, kommt kein Hitler. Schade. Das ist schon limitiert leider, aber prinzipiell kann man damit alles Mögliche herbeibeschwören. Ja,
Also ich muss sagen, auch ich finde das ein bisschen, was Herr Hodes auch bemängelt hat, dass das so ein bisschen, also da ist halt ein riesiger Stein und du hast einen kleinen Zweig. Und dann kombinierst du das und auf einmal hast du halt einen kleinen Zweig mit einem kleinen Stein dran. Das ist halt ein bisschen awkward so. Nein, du hast vom Stein nur ein bisschen was weggenommen. Ja, das quasi. Sieht man halt nicht. Man sieht nur, das ist halt ein bisschen, aber das ist ja eine magische Welt von daher. Wie bei GTA San Andreas. Weißt du, du gehst mit Klatze hin und gehst aus dem Friseur raus mit einem Afro. Ist halt ein Spiel. Es ist halt irgendwie alles magisch. Ja. Ich werde mir dieses Spiel nicht holen. Ich habe halt auch, also wenn ich eine Switch hätte, würde ich es mir vielleicht sogar holen, aber ich habe sowas leider nicht. Wir haben eine Switch, aber ich spiele die halt nicht gerne. Also, obwohl jetzt kam ja öfter mal so Retro-Spiele raus, so Banjo-Kazooie und so. Die spiele ich ganz gerne mal an, tatsächlich. Da bin ich noch richtig Fan, weil ich habe Banjo-Kazooie bis zum Erbrechen gespielt als Kind. Das hatten wir ja letzte Woche erst schon mit diesem. Früher war alles besser. Ist so. Ohne Scheiß. Ich brauche keinen Last of Us und keinen hier. Und du guckst die Serie jetzt gefälligst. Ja, ich rede bist du durchgesprochen, Ramsey? Mit Gotham? Nicht ganz, wir haben noch eine Staffel vor uns. Na dann aber. Die spannendste Staffel. Ich brauche hier keinen Ego-Shooter und so. Ich brauche einfach nur Banjo-Kazooie. Früher gab es keine Ego-Shooter. Nee, gab es nicht. Besser. Ich brauche einen Bären und einen roten Vogel im Rucksack und ich bin glücklich. Mhm. Na gut. Meine Meinung. Stell dir mal vor, vielleicht ist Tetris ja eigentlich ein Ego-Shooter. Und das sind diese berühmten Schuppen, die von den Augen fallen, die man da sieht. Ah, ja. Klingt sogar sehr logisch. Ja. Es kam ja auch ein Film raus, so kommt jetzt gerade ein Film raus über Tetris, über die Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, also das soll ja also dieser Krimi dahinter sein und nicht wirklich, die Figuren leben jetzt oder sowas. Nee, es ist halt schon irgendwie die Background-Story. Gibt es auch bei Spotify inzwischen so. Über Facebook gibt es ja auch schon und das sind Filme, die mag ich voll gerne, auch so Google und Apple. Google ist mein Lieblingsfilm. Ja, nee, der heißt irgendwie anders, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ich liebe halt so Filme, die halt so um echte Geschichten herumgebaut sind. Social Network, würde ich sagen, ist da nach wie vor der beste. Der war echt gut, ja. Aber wobei Zuckerberg gesagt hat, das Einzige, was stimmt, ist die Garderobenauswahl von meiner Figur. Zuckerberg kann mal sein Gesicht zumachen. Natürlich, der wird da nicht in einem guten Licht dargestellt. Warum sollte der sagen, oh, das stimmt alles so? Mhm. Ja, ein bisschen schon. Er wird schon ein bisschen auch gut dargestellt in manchen Fällen. Ja, als ein bisschen Visionär oder so, aber schon auch als Typ, der den anderen abzieht und so. Ja. Egal. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Videospielen, denn die E3 wurde gecancelt und das ist... Nein, da wollte ich doch hinfahren. Wofür steht E3? Für echt... Ehrlicher... Entrepreneur. Genau, das ist das. Steht für Simon Desio. Ist eine Videospielmesse bestimmt, ne, oder? Das ist... Na, Videospielmesse ist es nicht ganz, die Electronic Entertainment Expo. Klingt voll konstruiert. Also es ist nicht so ganz Gamescom-mäßig, sondern die E3 war immer in Los Angeles so der Anlaufpunkt für die großen Publisher und es war halt wirklich immer so ein Fest von wegen, ja geil, jetzt kommen alle mal zusammen und so eine knappe Woche wird jetzt hier Trailer um Trailer und die ganzen neuen Infos wird rauskommen. Es war schon geil zu verfolgen online. Mhm. Und dann kam Corona, davor hat es auch schon geschwächelt, aber durch Corona wurde es halt leider komplett unnötig, halt so ein digitales Event und da haben dann viele abgesagt und dann war eigentlich klar, früher oder später, das hält sich so nicht, wenn die ganzen Sonys und Microsofts gar nicht mehr die kommen. Die ganzen Sonys hier, die Sonys alle, ja, von Trömler. Die Sonys, ja. Ja, und deswegen haben sie jetzt 95 angefangen und 23 einen Schlussstrich gezogen. Für immer? Ja. Aber warum? Jetzt geht's doch wieder. Naja, aber die machen jetzt die. Guck mal, Nintendo macht schon ewig ihre Nintendo Directs. Das sind halt so Online-Events. Sony hat auch so Online-Streams jetzt. Und die machen halt ihren eigenen Scheiß. Es gibt für die großen Publisher nicht diesen Bedarf. Aber das ist so schade, weil es war wirklich, also für mich als heranwachsender, jugendlicher und junger Erwachsener, immer so ein kleines. Ja, so ein kleines Event. Okay, ich weiß, in dieser Woche kommen neue Trailer zu irgendeinem Spiel, auf das ich warte. Da kommen neue News, da kommt ein ganz neues Spiel, mit dem ich gar nicht rechne. Das kommt da einfach raus. Und jetzt ist das halt so übers Jahr verteilt und wird irgendwie nicht ganz so gefeiert. Also die E3 an sich brauche ich nicht, aber diese Art von Event ist eigentlich geil. Digga, was war denn zum ersten Mal? 95. Oh Gott, krass. Das ist schon schade. Eine Historie. Ja, rest in peace. Ne? Wir leben gerade im Jahrzehnt der Einstellungen. Oh. Sachen werden eingestellt und verschwinden einfach. Wie Rick Lays und Punica und die E3. Bye, bye, E3. Ist so, rest in peace. Der Nekrolog wurde erweitert. Mhm. Ich wollte auch zur Buchmesse eigentlich fahren, nach Leipzig, aber gerade da bin ich in London leider.
Ich dachte, es gibt keine Bücher mehr. Doch, doch, noch gibt es sie. Weil die Republikaner zu viel verboten haben. Nee, die zucken noch die Bücher, aber noch leben sie. Okay. Ja, wo, wer nicht mehr lebt, oh Gott, sind ein paar Kinder bei einem neuen Attentat. Schon wieder. Ja, es tut mir leid, es war jetzt eine Überleitung, aber dieses, Jules freut sich. Dieses Foto hier. Oh, ja. Mit, also Metropolitan Nashville. Ich glaube, es ist ein Bus. Oder es ist dieses, ich dachte, ich hätte Bus gelesen, aber es sieht für mich eher aus wie eine Hausfassade. Ja. Und da ist ein Kind, was mit der Hand an der Scheibe traurig rausguckt. Das, also nee, wenn das nicht irgendwie einen Pulitzerpreis kriegt. Das muss ein Bus sein. Guck mal, du siehst im Hintergrund dann wie das andere Fenster, oder? Möglich, ja. Ja. Ja, es zeigt halt die Grausamkeit, ne, von solchen Anschlägen. Sorry für den harten Cut, aber... aber wenigstens war die Überleitung gut und witzig. Ja, perfekt. Aber das ist halt so, das vergessen die Leute immer, wenn sie irgendwie den USA für ihre Waffenfreiheit auf die Straße gehen und ja nichts ändern wollen. Die vergessen halt, dass solche Bilder halt Realität sind. Es sterben halt jedes Jahr tausende Menschen in den USA durch irgendwelche sinnlosen Amokläufe, weil jeder Idiot, jeder Schwanz an so eine Waffe drankommt. Ich habe im Rahmen dessen gelesen, dass zum Beispiel in Detroit alleine irgendwie jeden Tag 300, jedes Jahr 300 Kinder durch Waffen sterben, ja, die nicht bei Schulshootings sterben. Das ist eine Zahl, über die man nicht reden will, weil das in Detroit halt so ein bisschen in so Problemvierteln passiert und natürlich nicht dieses Flashige hat von einem School-Shooting, ein Schul-Scooting, witzig. Mhm. So, wenn die Inline-Skater wieder auf dem Schulhof rumfahren, Alter, trete ich die auch immer tot. Ja. Oh Gott, wir lassen das. Es ist wirklich hart. Da sind, glaube ich, 6 Leute erschossen worden. 3 davon waren Kinder, alle 3 9. Und ich glaube tatsächlich, man redet, also wie du auch sagst, das passiert halt sehr oft, aber darüber redet man gerade, weil die Person trans war. Und es sind nicht nur Männer, die... Ich will jetzt bei diesem armen Schützen nichts Falsches sagen und seine oder ihre Gefühle verletzen, aber ich glaube zuletzt hat die Person sich als weiblich identifiziert, ja, was auch bedeutet, dass es eine von nur 5 Frauen ist, die jemals ein Shooting in dieser Art gemacht haben. Aber eben männlich sozialisiert, ne? Ist groß geworden als Mann und so weiter. Und ich kenne die. Kennst du die Story? Also ich kenne die Biografie nicht komplett von ihr, aber ich weiß halt, ich habe halt nur gelesen, Amoklauf und Schützin. Ich dachte, what the fuck? Eine Frau? Die können sowas? Die sind auch viel zu schlecht. So. Und dachte, das kommt echt selten vor. Und dann habe ich ja gelesen, dass es eine Transfrau ist, was jetzt keinen Riesenunterschied machen soll, aber trotzdem sagt es auch irgendwie aus, dass die Person trotzdem männlich sozialisiert ist. Es macht halt in der Debatte in Amerika halt richtig hart was aus, weil die ganzen Braindead-Leute, die immer sagen, ja, hier Waffengewalt ist gar nicht so schlimm, also Waffen an sich sind nicht so schlimm, das ist ein psychologisches Problem, die kommen jetzt natürlich an und sagen, aha, guck mal. Das ist, von Transmenschen geht diese Gewalt aus. Weißt du, von 1000 Leuten ist eine Person mal eine Transfrau, weißt du? Oh, die sind alle verrückt und die sind gefährlich. Das ist halt, das ist Fog of War heißt das. Wenn du quasi, wenn du die Köpfe der Leute so mit Scheiße vollsüllst, das geht halt im Fog of War, sagt man, unter. Da bleibt dann bei den Leuten hängen, okay, es war eine Transfrau, Transmenschen sind schlecht. Ja, genau. Das ist so hart, die Logik ist da komplett raus. Weil der ganze Rest Cis-Männer sind, weiß auch in den allermeisten Fällen und irgendwie ein gebrochenes Ego haben oder auch psychisch krank sind oder irgendwie anders im Leben verloren haben. Das sind immer als Einzeltäter und so und da darf man nicht so ernst nehmen. Waffen sind, können schützen. Also sobald es halt mal eine Trans... Wenn es ein Schwuler wäre, ja, dann, oh Gott, die Schwule, ich hab's doch gesagt, dass sie alle geisteskrank sind. Oh. Das macht mich mal sehr wütend. Ja, und deswegen an dieser Stelle von uns die wie immer sehr notwendige Einordnung, Menschen töten ist nicht gut. Ist so. Egal, welche Hautfarbe sie sind, egal welche Hautfarbe oder Gesinnung oder was auch immer der Schütze hat. Ist immer scheiße. Gut, dass wir es mal erwähnt haben. Ja. Ja. Weil es könnte ja sein, dass Leute hier zuhören und sich fragen, warte mal, dieses School-Shooting, ist das eigentlich eine Option? Kann ich das machen, wenn mein Lebenslauf einen kleinen Knick macht und ich eigentlich Müllmann werden wollte oder so, es wird nichts, naja, habe ich jetzt zwei Alternativen, Bankkaufmann oder School-Shooter? Mach das nicht. Also als ich jugendlich war, so mit 12, 13 und ich war über den Klassenkameraden und eine Lehrerin verärgert, habe ich die bei Wrestling erstellt, habe sie verprügelt. Das war meine... Das musst du dir jetzt mal vorstellen, wenn bei einem Robert Steinhäuser das entdeckt worden wäre, was da los gewesen wäre. Hm. Wenn, also bei dem war es ja irgendwie damals so, ich weiß gar nicht, ob es bei dem
wirklich so war, dass sie gesagt haben, der hat irgendwie in Counter-Strike die Schule nachgebaut. Ich glaube, das war nicht Robert Steinhäuser, aber ich glaube, das haben Leute gemacht. Ja, ich glaube nicht bei Counter-Strike, sondern du hast ja die Engine von Counter-Strike in den ganzen Half-Life-Spielen. Also ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt, Garry's Mod. Das gab es, glaube ich, damals vielleicht sogar schon, bin mir nicht sicher. Da kannst du das ziemlich sicher machen. Aber jetzt stell dir mal vor, ja, Tingo geht irgendwie in den Kindergarten und verprügelt eine Dreijährige und dann wird er ins Gefängnis gesteckt und dann kommt raus, der hat irgendwie seine Lehrerin bei Wrestling gebaut und dann heißt es auf einmal, die ganzen Wrestling-Spiele müssen verboten werden. Es hat so Spaß gemacht, ohne Scheiß. Ich finde das so cool, auch wenn wir deine neue Lehrerin hatten, dann dir mal, erstell das mal. Wenn ich die cool fand, war die mein Tag-Team-Partnerin und wenn nicht, habe ich die halt dann verprügelt. Super cool. Alles nur fiktiv, liebe Leute. Ich habe was Ähnliches gemacht. Also ich habe bei Worms zum Beispiel halt so irgendwie so einen Freundeskreis erstellt, dann als Gegner Lehrer. Ja, aber das waren halt Würmer. Ja, wie die Lehrer auch waren. Ja, ja. Auch nur Würmer. Ja, auf jeden Fall mein Bruder wollte mich mal dazu bringen, Fußball mit ihm zu spielen auf irgendwelchen Konsolen. Das ist abartig. Und das fand ich so langweilig, dass er für mich dann anfing, das waren noch ganz alte Spiele, wo die Fußballer bei Wrestling zu bauen oder bei Fußball Wrestler reinzusetzen. Du hast die Fußballer quasi dann alle noch generisch aus, na, du konntest sie umbenennen. Da hatte ich dann eine Mannschaft, da war Undertaker, Kane, Mankind, Steve Austin und so. Da habe ich dann mit denen gespielt, dann war es wieder lustiger, weil ich einfach sehen wollte, wer ist gerade am Ball? Ach, Mankind, spannend, cool. Vernünftig. Ich habe mir vorgestellt, wie Mankind mit seiner Maske da ist und ein Tor schießt. Das war für mich so meine Kompensationsstrategie als Kind und Jugendlicher. Okay, also wir haben vorhin vor dem Podcast schon den Top-Post auf Reddit diese Woche besprochen. Ich möchte es hier im Podcast auch noch einmal machen. Der Top-Post der Woche auf Reddit ist eine 100-jährige Frau, die ihren Haarschnitt teilen wollte. Und wenn man die sieht... Ihr denkt euch, Leute, was interessiert mich denn eine alte Oma mit einer Frisur? Ein Skelett mit so drei Haaren, aber... nee, im Gegenteil, es ist eine echt hotte Frau. Also ohne Scheiß, die ist hot. Naja... Komm. Also ich sage mal, wenn ich das Gesicht verdecke, kann man auf jeden Fall sagen, das ist eine richtig frische Frisur. Die ist trotzdem hot. Guck mal, die sieht nicht aus wie 150. Die sieht nicht aus wie 100, aber was ist denn für dich hot? Na sie. Also ich muss jetzt mal einen harten Fakt droppen, aber Menopause-Frauen meinte ich gar nicht ernst. Ne, guck mal, ihre Figur, sie kann das Kleid voll gut tragen. Der Rollator, Alter. Oh, stell dir mal vor, Alter, den Rollator, sie nackt. Ich stehe auch nicht auf alte Menschen, aber... Am ehesten auf sie wahrscheinlich. Sie wäre so mein Top-Poster-Girl, wenn ich irgendwie auf alte Omas stehen würde. Ja, die ist schon hot, komm. Marlin sitzt nebenan, die hört, was wir hier erzählen. Das ist so nicht Also, stell dir mal vor, die zerbricht doch, wenn du da mit der irgendwie interagierst. Das weißt du nicht. Die kann doch eine ganz harte sein. Egal. Auf jeden Fall, wie wir die direkt sexualisieren, Tino. Das ist einfach nur eine nette Frau. Du hast Frau, angefangen mit Die hat den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich Hitler selber getötet. Warte mal, was? ich will jetzt einfach nur ihre Frisur teilen. Aber Punkt ist, die sieht nicht aus wie 100. Überhaupt? Guck mal, Gesicht? Wenn man den Mund wegmacht, sieht die halt wirklich aus wie... Die hat kaum Falten, ohne Scheiß. 50, 55. Das sieht Madonna älter aus als sie, ohne Scheiß. Ja. Also Madonna... Mach dir einfach mal so eine frische, was ist denn das? Dauerwelle? Genau. Was hat denn die für einen Button da? It's my birthday. Ah, okay. Also 100 Jahre jung, sehr, sehr gut. Vielleicht sollte man hier mal auf die Hände ranzoomen. Ja, das sieht man. Ja, an Händen kann man es erkennen, wie alt ein Mensch ist. Ja, das stimmt schon. Und da hinten ist so eine Rentnerfernbedienung. Ich sehe es genau. Ja, komm. Merkt ihr, dass die Woche nicht so viel passiert ist? Ja, geht mal zu Reddit und guckt euch diese Dame an. Die ist schon cool. Dann Platz 3 war Donald Trump in Indicted. Over Hush Money, also Schweigegeld. Und Platz 2 haben wir einen Sohn, der seinem Vater ein Hemd genäht hat. Eine Jacke, ein Jacket wahrscheinlich eher. Naja, ist schon ein Hemd. Und es sieht echt gut aus. Schön. Das freut mich. Cooler Post. Ja, thank you, buddy. You're so talented. Das ist ein bisschen wholesome. Ja. Was auch wholesome ist, dass wir jetzt schon im April sind wieder, ne, im Jahr. Und da ändern sich ganz oft Sachen zum April. Und zwar, der Vorverkauf des Deutschland-Tickets startet heute mit dem 1. April. Ja, pass mal auf, ich habe Julka, meine ehemalige Mitbewohnerin, zwischendrin besucht und die hat mir... jetzt habe ich gerade an Luft verschluckt. Ich dachte, du hast an Julka gedacht, du musstest erst mal kotzen. Ja.
Alter, was ist denn nur los heute mit mir? Ah, das ist mein Ellenbogen, Alter, der frisst mich von innen auf. Nächste Geschichte, ich bin die letzten Wochen, die letzten Tage der Woche komplett durch die Stadt von Arzt zu Arzt getingelt, weil mein Ellenbogen einfach nicht abschwillt. Er hat mir erzählt, dass er dich gesehen hat. Alter, früh 7:30, ich hab gekotzt, ne? Und du warst auf dem Fahrrad so, oder hast du nur geschrien, ich muss zum Arzt. Und er wollte dich, ja. Und das Beste war, dass ich viel zu früh da war. Ja, also es standen schon Leute da, aber in der ganzen Zeit, wie ich mit diesen Leuten gewartet habe, kam keine anderen. Das heißt, ich hätte eine Dreiviertelstunde später auch, egal. Der hat da reingestochen mehrfach und es kam nicht mehr raus. Er hat Little Larry gesagt, dass in meinem Arm, das ist wie Blutwurst. Lecker. Ekelhaft. Ja, es ist zu dickflüssig, deswegen kann man das nicht mehr ablaufen lassen. Und vielleicht muss es operiert werden. Oh shit. Das werde ich am 3.4. dann wahrscheinlich entscheiden oder erfahren. Mal gucken. Ich habe auch eine Arztgeschichte. Ich war bei Julka, würde ich sagen, aber sag deine Arztgeschichte, nur dass wir es nicht vergessen. Ich bin auch extra aufgestanden. Ich musste um 8 da sein, ja. Es ist ja krank. Es ist eine kranke Welt. Also irgendwas läuft falsch im System. Und zwar ein Facharzttermin, den habe ich schon ausgemacht im Dezember, ne? Und die haben mir auch einen Brief geschickt, was ich mitbringen muss und so und mit einer Karte. Und tauchte auf und klingel und die guckt mich verwirrt an. Früh um 8, Tino, ne? Und die sagen so, ja, was wollen Sie? Ich habe heute einen Termin. Was wollen Sie hier? Das kann nicht sein. Da kommen Sie mal kurz rein. Wie, am 30.3. haben Sie einen Termin? Sag ich, ja. Oder meinen Sie vielleicht den 30.4.? Sag ich, das ist ein Sonntag? Bestimmt nicht. Ich habe heute einen Termin. Ja, nehmen Sie erstmal Platz. Das erstmal eine halbe Stunde, dann kamen Sie dann irgendwann wieder. Die haben eigentlich einen abgesagt, heute den Termin hatten. Dann haben wir Sie vielleicht vergessen. Wie ist denn Ihr Name? Sag ich halt, Herr Ranacher. Sie hatten gar keinen Termin heute. Die Schweine. Und ich, doch. Hier ist der Brief, wo das Datum drin steht. Ja, stimmt. Nee, aber sie haben halt keinen Termin. Das ist immer schief gegangen. Wir haben mit dem August was frei. What? Und ich sag so, Alter, ich habe akute Probleme. Und zwar schon seit einem Jahr gefühlt so. Dann haben sie gesagt, ja gut, ist unser Verschulden vielleicht. Vielleicht. Dann dürfen sie am Dienstag wiederkommen. So. Und dann war ich wieder beruhigt. Ich dachte, alter Schwede, wie kacke wäre das gewesen, wenn ich jetzt im August jetzt meinen Arzttermin gehabt hätte. Auf jeden. Nach über einem Jahr, anderthalb Jahren Probleme. Kacke. Naja, wir waren beim 49-Euro-Ticket. Ich muss, ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir genau angefangen haben, aber. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. 49-Euro-Ticket, Juke hat mir Insights gegeben, weil die wahrscheinlich in der Zukunft für die Deutsche Bahn arbeiten wird. Mm. Und die Sache ist so, dass irgendwie, weil du sagst, der Vorverkauf beginnt, das Bundesland, wo am meisten von diesen Tickets gekauft werden, kriegt Förderung. Aber. Das zählt halt das, wo du es kaufst. Also wenn du in Hamburg, wo das früher angefangen hat mit diesem Vorverkauf, wenn du in Hamburg das kaufst, zählt das nicht für Thüringen, auch wenn du es für Thüringen verwendest. Ja. So. Und deswegen wird Hamburg wahrscheinlich, weil das halt so früh ging, irgendwie diese Förderung kriegen, was halt irgendwie ein bisschen absurd ist. Das war halt das große Thema, ne? Weil irgendwie ist es ja auch eine Frage der Gelderverteilung und so, wer profitiert eigentlich davon? Mhm. Was ist denn, wenn die meisten Leute in Hamburg das Ticket kaufen, aber es am meisten in Thüringen nutzen? Ja. Das ist für die Thüringer Betriebe scheiße, da haben die ja davon irgendwie nichts, ne? Deswegen war es ein großes Dilemma für die Länder zu entscheiden, wie die das aufteilen wollen. Ja. Jetzt kommt's wohl so. Ich hoffe, die Julka macht das, weil wenn das alles so kommt, ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern sollte hier. Oder nicht, dass sie den Job dann doch nicht, aber sie hört da hier nicht zu. Julka, wundervoll, aber wenn es nicht so kommt. Julka Müller, nee, ja. Es kann halt sein, dass ihr bürgerlicher Name ist nicht Julka, ist ja die polnische Version. Egal, es kann halt durchaus sein, dass sie die Elbbrücken neu designt und das ist schon... Wow, krass. Das ist schon... Oder also neue Designs vielleicht. Ich verwende die falschen Wörter, aber sie wird auf jeden Fall, wenn das alles so kommt, die Person sein, die den Hebel in der Hand hat, das alles zu lenken. Die Architektin vielleicht. Nee, es ist nicht Architektin, das ist halt die Person, die alle verwaltet, die ja oben drüber steht und sagt, du machst den Scheiße, du machst den jetzt. Aber die wird auch, egal. Ganz toll. Cooler Job. Gehen raus. Was noch passieren wird, ist, die Maskenpflicht entfällt. Also die große Corona-Diktatur, von der wir gewarnt worden sind, ist nicht mehr so viel Scholl sein. Ist nicht eingetreten worden, genau. Wir können es alle wieder fühlen wie Jana aus Kassel. Also auch im Krankenhaus muss man keine Maske mehr tragen. Der Rest ist langweilig. Lese ich nicht vor. Gut, ich habe noch was für mich relativ Witziges. Jonathan Mayers, weil die Meldungen, die reißen ja nicht ab, ja. Irgendwelche skandalträchtigen Hollywood-Leute. Und Jonathan Mayers, weißt du, bist du so ein bisschen bei Marvel drin? Weißt du, wer Thanos ist? Nee. Scheiße. Keine Ahnung. Ich bin bei DC. Aber du hast drin. Von den Avengers schon gehört. Ja.
Die Avengers ist der Zusammenschluss, das ist ja ein riesiges Cinematic Universe, das weißt du. Das weiß ich. Und die Avengers sind immer die krassen Mittelpunkte Filme gewesen, also sozusagen, wo die Highlights sind, weißt du. Jetzt kommt alles zusammen, die ganzen Einzelfilme, die treffen sich da in einem Film und kämpfen gegen das große Böse. Cool. Und Thanos war in, was weiß ich, Phase 3 oder 4 oder so, war er der große Bösewicht. Und darauf hat alles hinausgelaufen, da gab es dann Infinity War gegen Thanos, Infinity War Teil 2 und so bla. Oder heißt es so? Endgame heißt der zweite. Egal. So, und da der Thanos ist besiegt, Spoiler, sorry. Und der nächste große Bösewicht ist gespielt von Jonathan Majors und der heißt, wüsste ich gerade gar nicht, Kang heißt der. Und der hat häusliche Gewalt an seiner Freundin performt. Das war nur Method Acting. Ja. Und das ist halt witzig, weil mit dem, also wenn der recastet wird, ist halt ein bisschen awkward. So, neuer Leroy kommt an. Und dieses ganze Kartenhaus fällt vielleicht ein bisschen zusammen, wenn das jetzt wirklich so schlimm ist, wie es, also dass er wirklich die Alte geschlagen hat, dann wird er wahrscheinlich fallen gelassen. Und das ist, also ich bin ja so ein bisschen, dass ich sage, oh, everything everywhere und so kreative Filme, neuartige Skripte, das mag ich. Marvel ist halt mehr oder weniger immer das Gleiche, muss ich nicht haben. Und da bin ich so ein bisschen spitzbübig, mir am Ende reiben, wenn ich sage, ach, das ist ja jetzt ungünstig, dass ihr da kleine Probleme habt. Geschieht denn aber jetzt vorher recht, dass hier die Frau verprügelt worden ist. Opfer müssen gebracht werden. Diese Frau ist gefallen, damit Marvel endlich wieder, egal. Ja, also man kann es ja durchaus kreativ umsetzen in Umsetzungen. Es war ja auch jetzt bei hier, wie heißt das? Magische Tierwesen so, ne? Dass Johnny Depp ja ersetzt worden ist durch diesen anderen Dude. Das war doch da scheiße, denke ich. War das da nicht scheiße umgesetzt? Nee. Das wurde gar nicht erwähnt oder so, der sah einfach anders aus. Naja, also ich glaube, es ist Inhalt seiner Rolle, dass dieser Grindelwald, wo seine Gestalt ändern kann und die wurde auch verändert. Und haben das dann so ein bisschen so erklärt. Wie auch schon damals bei Heath Ledgers Tod, der ja auch bei das Kabinett des Dr. Parnassus auch dann ersetzt worden ist durch Johnny Depp, Orlando Bloom und so und haben das in den Film eingebaut, dass immer wenn er halt irgendwie durch diesen Spiegel geht, er seine Gestalt ändert. So. Das kam so gut gemacht. Aber ich finde, mein Gott, es ist halt einfach ein Film. Ich gehe nicht davon aus, dass es die echten Menschen sind. Wenn ich weiß, es ist halt dieselbe Rolle, aber halt ein anderer Dude, der das spielt, ist mir das völlig wumpe, ehrlich gesagt. Es kommt halt noch der Fakt dazu, dass jetzt gerade beim letzten Film, wo er schon zu sehen war, bei Ant-Man and the Wasp 3 ist das, glaube ich, schon. Habe ich nicht gesehen, aber da haben eigentlich alle gesagt, dass der mit Abstand der beste Part des Films ist, weil der halt wirklich als Schauspieler da krass delivered und die Rolle aber eigentlich nicht so viel hergibt. Ja, aber also wenn der jetzt weg ist, dann was ist dann noch, weißt du? Das ist ja die Chance für jemand, da reinzustapfen, in die Fußstapfen und zu sagen, und auch seine Freundin zu verwamsen. Genau, das auch. Ja, aber ich finde es auch eine Herausforderung für den Schauspieler vielleicht, der dem nachfolgt, das irgendwie noch cooler zu machen. Ist ja auch eine Chance irgendwie. Na gut. Du kannst die Freundin tottreten, du kannst es noch cooler machen. Ich mach das nicht. Ja, und dann natürlich die absolute Meldung der Woche. Ja. Ich habe ja davon erzählt, dass Magic neue Sets macht. Und die haben jetzt ein kontroverses neues Ding gemacht. Die machen jetzt Sets mit Serienmördern, die es in echt gab. Schwierig. Ja, und da gibt es dann halt Jack the Ripper, kannst du dann hinlegen. Dann steht da, okay, wenn der ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Wenn sie weiblich war, kriegst du 5 Leben. Wobei, es gibt ja auch Filme und Bücher über Jack the Ripper, dann soll es auch Spielkarten von mir aus geben. Ja, aber was ist, wenn Charles Manson da mit drin ist? Oder? Da darfst du eine Familienklicke vielleicht dann gründen mit anderen Magic-Karten, mit Exodia und so, dann hast du halt... Das war übrigens ein April-Scherz, Tino, das ist so nicht am Passieren, aber wäre mal geil eigentlich. Ja. Wir haben jetzt gar nicht so viele April-Scherz-News hier reingehauen, ist mir nämlich aufgefallen, da muss ich nochmal einen reinschlingeln. Weil der ganze Podcast ein Witz ist. Ja, deswegen. Aber ich habe ja davon erzählt, dass es dieses Herr-der-Ringe-Ding gibt, mit dem einen Ring, habe ich glaube ich auch erzählt. Und da dachte ich mir, es gibt ja eigentlich so viele Möglichkeiten, wenn du die echte Welt so ein bisschen reinnimmst und nicht so Fantasy. Das wäre eigentlich ganz geil. Also die machen ja schon sowas, zum Beispiel The Walking Dead ist natürlich auch nicht echt, aber da sind dann Bilder von den echten Menschen auf den Karten drauf. Und da kann man da auch sagen, Jack the Ripper ist ja bis heute gar nicht klar, inwiefern der eine Person war oder vielleicht mehrere. Aber wenn man da wirklich halt solche Charles Mansons oder irgendwelche Robert Steinhäusers Ja, ja. Wie heißt eher das? Eher uncool. Hier,
der aus... Anders. Genau, Anders Breivik, genau. Das ist halt schon hart. Nee, würde ich auch nicht machen, finde ich auch nicht cool, ehrlich Wenn gesagt. Wenn Anders Breivik ins Spiel kommt, kriegen alle Kreaturen, die Stärke 2 oder weniger haben, werden zerstört. Gerade wenn die Opfer, gerade wenn die Opfer noch irgendwie am Leben sind, also die Familien der Opfer noch am Leben sind, ist es schwierig. Ja. Finde ich. Okay, also Wizards, da müsst ihr noch 50 Jahre warten, aber dann ist das wahrscheinlich so eine richtige Goldgrube. Ja, dann fange ich auch spätestens an, Magic zu spielen. Okay. Ja, jeder Falco-Song kriegt eine eigene Magic-Karte. Oh, das wäre cool. Ich spiele den Kommissar und den Amadeus. Wäre witzig. Wenn der Kommissar ins Spiel kommt, geht ein Fritzel in seinen Keller. Ist so, genau. Wie Fritzel das Musical. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, haben wir schön den Bogen gespannt. War echt wenig los die Woche, oder? Ja, also kaum was, tatsächlich. Also, zumindest wenig Relevantes, ne? Ja. Also Tino, ich weiß nicht, hatten wir letzte Woche die 1 gegeben oder die davor? Letzte Woche war auch. Aber dazwischen hatten wir wieder eine, wo es irgendwie auf 8 war. Es war dieses Trump-Ding. Das Trump-Ding ist schon mehr, auch wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen runtergeredet habe. Aber es brodelt ja auch nur ein bisschen. Naja, das ist halt wirklich, das ist eine Sache, die ist, bei Trump wurde schon ganz oft Strafverfolgung eingeleitet, aber es ist noch nie, dass er wirklich, dass da irgendwie er vor Gericht musste. Und das ist jetzt das erste Mal. Das ist immerhin was. Da würde ich mindestens auch eine 3 geben. Wir könnten vielleicht mehr über KI reden. Das ist ja gerade so ein riesiges Thema, ne? Also ich habe auch mal ChatGPT, wie das heißt, ausprobiert. Setzt sich nicht durch. Setzt sich nicht durch. Ich finde ja witzig, dass Herr Rodes jetzt hier sitzt und immer das verwendet statt Google. Ja. Echt? Naja, also kannst du halt reinschreiben. Also du kriegst halt komplexere Antworten, aber... Ich weiß, ich wäre trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger, weil... Die stimmen auch nicht immer, die Infos. Ja, genau, also ChatGPT nimmt ja wahrscheinlich auch Informationen aus dem Internet, die vielleicht nicht real sind. Ja. So. Und wenn du Google fragst, kommen da vielleicht eher Fakten. Vielleicht täusche ich mich gerade auch ein bisschen, aber ich glaube... Nee, ich habe mal... Also Wikipedia zum Beispiel hat ja jetzt nicht aufgeführt, dass Viggo Mortensen Aragorn ist, sondern dass er Aragorn spielt. Und vielleicht bei ChatGPT kommt das vielleicht... nicht ganz rüber, solche Informationen. Ich habe mal probiert, so zu machen, ich habe eine kleine Band, die es halt in Erfurt gibt, mal eingegeben, so, kennst du die? Mhm. Und der GPT so, nein, kenne ich nicht. Schwein. Habe danach aber eingegeben, es heißen zwei Songs so und so, und der Chat so, ja, dankeschön, jetzt kenne ich die Band. Da habe ich geschrieben, ja, kennst du noch mehr Songs von denen? Ja, es gibt noch folgende Songs von denen. Es war dann 10 ausgedacht, die es überhaupt nicht von der Band gibt, die es überhaupt nicht gibt, die Songs. Okay. Aber behauptet ganz fest, dass es die Songs von denen gibt halt, ne? Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen ist Google noch besser als ChatGPT. Okay. Ja, also gehen wir in der Woche eine 3. Wenn überhaupt. Ja, aber nur für 3, Trump. 3 also ist Maximum. Ich hätte halt wirklich gesagt 0,5. Ja. Weil das Zelda-Gameplay interessiert mich persönlich jetzt nicht so sehr. Mich auch nicht. Aber also das ist natürlich für die Nutzer. Ja, für die NutzerInnen. Nutzer. Sehr krass. Aber für mich halt nicht. Und für dich auch nicht. Deswegen können wir das nicht so werden. Aber Trump kriegt 2,5 alleine für dieses Indictment. Wenigstens was. Gut. Brennholz Untermusik. Ja. Hast du einen Songwunsch? Ich habe schon einen drin. Oh. Und zwar kam heute das neue Lordi-Album raus. Hm. Und zwar heißt es Screenwriters Guild. Die haben ja echt jedes halbe Jahr ein Album rausgefühlt so. Und ich habe es vorhin schon gehört beim Frühstück machen. Scream, wie ist das denn geschrieben? Die machen immer so Wortspiele. Ne, aber was ist das Wortspiel? Also es gibt ja einen Screenwriter, aber wahrscheinlich Scream deswegen. Würde ja mit AE, also soll das mit Schreien ein Wortspiel sein, weil dann hätte ich es mit AE geschrieben. Die haben auch so Alben, die heißen irgendwie Scare Force One und so. Also die haben schon sehr viele, die Arocalypse, Collection, was noch, Law Diversity, die machen immer irgendwelche Sexorcism, ja, okay. Genau, To Beast und Not To Beast und so, Dead Ache. Das sind alles immer Monsteric and Dream, alles so irgendwelche Wortspiele, für die sie ja auch bekannt sind. Und ich habe heute den Song gehört. Ich finde, das Album ist wieder ein bisschen so wie alle Lordi-Alben. Sie verändern sich musikalisch gar nicht. Es ist auch textlich irgendwie immer das Gleiche. Irgendwie ist immer, oh, ein Monster sucht dich auf und so. Und ich schlitze eine Frau auf und so. Alles ein bisschen gleich. Aber ich fand den Song The Bride sehr interessant. Weil Lordi singen ja immer in diesem Krull-Modus. Ne? Ein bisschen wie Kevin Russell vielleicht, nur in cool. Und damit sie auch wie Monster klingen. Und er singt in The Bride zum ersten Mal, meines Wissens nach, halt clean. Also nicht so... Okay. Sondern schon irgendwie
schön einfach gesungen. Und das fand ich sehr beachtlich. The Bride von Lordi. Okay. Ist drin. Marleen? Ja? Was willst du denn hier mal ein Lied reinhauen? Oder was hörst du gerade? Gib mir 3 Sekunden. Dann werde ich für Marleen jetzt hier schon mal für mich reinhauen. Ein Lied von, ich komme gerade nicht drauf, die auf der Bühne immer vollgeguckt waren. Das trifft auf ganz wenige zu. The Chain von... Ja, sprich. Habt ihr schon? Nein, ich komme gerade nicht. Wer hat The Chain gemacht? Ich komme gerade nicht auf den Namen der Band, die zugeguckten. Warte, ich gehe mal Chain The ein. Chain. Nein, ich... Achso, Fleetwood Mac? Ja, Fleetwood Mac. Ja, ah ja, okay. Dann The Chain von Fleetwood Mac. Das habe ich jetzt schon mal reingemacht, weil du diese Band ja auch bisweilen ganz nice fandest. Ja. Um Zeit zu überbrücken, habe ich das. Weil Marleen ist nämlich da, das ist mein Highlight der Woche, deswegen ist es eigentlich eine 11 von 10. Wow. Aber das ist eigentlich nur ein Pull-Scherz, ich wurde hier nur reingefotoshoppt. Ja. Geaudioshoppt. Ich habe von Lordi The Bride, das kam heute erst raus. Es ist schon eine Band, die stagniert. Mehr, als dass sie schwächer wird. Die werden nicht besser werden. Sie sind seit 20 Jahren gleich vom Niveau her. Deswegen sind die schon stabil. Nein, ich kenne nur ein Lied von denen. Ich will die noch verurteilen. Ja. Also, ja, wenn es um Klassiker geht jetzt hier, dann nehme ich, glaube ich, Dirty Harry von den Gorillas. Oha. Ja, auch gut. Gorillas haben wir jetzt ziemlich safe auch noch nicht drin. Dann Gorillas und Booty Brown steht hier. Ist wohl ein Feature. Also haben wir jetzt 3 wundervolle Songs für euch in die Brennholz-Untermusik gepackt bei Spotify. Wir haben auch schon 27 Follower auf der Playlist. Alter, ist der 27. Wir haben also, Follower heißt ja wirklich, dass die neue Updates kriegen, oder? Genau, also man kann das ja auch die sehen das, genau. Ja, vor allem haben wir irgendwie 78 Leute, die uns bewertet haben. Wir haben 5,0 als Durchschnitt. Oh, ja. Das geht runter wie Öl, sag ich dir. Ja, vielen Dank fürs Bewerten. Also Lordi, Fleetwood Mac und Gorilla, also Booty Brown, ist eine gute Mischung, wie ich finde. Ja. Banger. Gerne reinhören. Brennholz unter Musik bei Spotify. Der Tino heißt der Account, wo die Playlist drin gut. ist. Wo ihr meinen ganzen furchtbaren Musikgeschmack einsehen könnt. Gut. Dann war's das wahrscheinlich. Das war's schon. Ich glaube schon. Ja. Von der Zeit her. Aber gerade so, eine Punktlandung. 2. April euch. April, April. Ja, der Podcast hat gar nicht stattgefunden. Ihr habt euch das nur eingebildet. Wir haben auch eine News, glaube ich, gar nicht aufgelöst, dass es fake ist. Was denn? Sag ich nicht. Oh, shit. Okay, gut. Dann, Leute, ich höre Musik. Es bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, welche News wir gefaked haben. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Wascht euch. Ja, wascht euch.